Guten Morgen zusammen. Wenn ihr so langsam mal in die Reihen kommt, das wäre super, dann können wir starten. Ja, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr hier vor Ort dabei seid. Herzlich willkommen auch euch zu Hause. Klasse, dass ihr wieder zugeschaltet habt und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiert. Ich kann mich da immer nur wiederholen, es ist so schön, das zu wissen, dass unser Gottesdienst nicht beschränkt ist auf hier jetzt die 400 Quadratmeter Gottesdienstraum, sondern sich ausbreitet auch in unsere Wohnzimmer, Küchen oder von wo aus auch du dabei bist. So cool. Herzlich willkommen. Besonders möchte ich auch begrüßen, wer zum ersten, zum zweiten Mal da ist, auch euch ganz herzlich willkommen. Am Montag habe ich meinen freien Tag. Das ist so, statt dem Sonntag habe ich den Montag frei. Und das hilft, dass man manche Sachen vom Alltag nochmal anders mitbekommt und wahrnimmt. Zum Beispiel so zwischen 8:30 und 9:00 kommt bei uns am Haus die Müllabfuhr vorbei. Ja, ich bekomme das bewusst mit, weil ich eine Tochter habe, die leidenschaftlich gerne, wenn sie den Wagen hört, zum Fenster rennt, hochgehoben werden möchte, um genau mitzuverfolgen, wo das Müllauto langfährt. Und wir können vom Balkon aus das Auto sehen, man hört es, dann kommt es auf einen zu, fährt kurz um die Ecke und dann rückwärts noch ein paar Mülltonnen da ausleeren und fährt dann einmal noch die ganze Straße lang, um dann hinten zu verschwinden. Bestimmt 5 Minuten, die man der Tochter in Begeisterung und ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Sie ist fasziniert von diesem Müllauto. Aber wir wissen das ja alle, irgendwann im Alter lässt die Faszination für dieses Fahrzeug stark nach. Aber dennoch ist es super wichtig, weil es den Müll entsorgt und wir müssen uns noch nicht mal darum kümmern. Alles, was wir tun müssen, ist die Mülltonne an die Straße stellen. Und automatisch kommt das Auto vorbei und nimmt es mit. Warum erzähle ich euch das? Manchmal ist es in unserem Leben auch im übertragenen Sinne so, dass wir entrümpeln müssen. Nicht nur regelmäßig die Gegenstände, die wir so sammeln. Da gibt es ja Leute, die eine größere Sammelleidenschaft haben als andere. Aber ich meine auch die Sachen, die wir so an Erlebnissen mit uns rumschleppen. An Erfahrungen, an Worten, die über uns ausgesprochen worden sind. Dinge, die uns Menschen angetan haben. Sachen, wo wir merken, nee, das war nicht in Ordnung, was wir getan haben. Und auch da sind wir eingeladen, das in unsere sozusagen menschlichen Mülltonnen zu tun und sie rechtzeitig an die Straße zu stellen. Gott möchte das abholen. Und genau darum geht es heute im Gottesdienst, gleich auch in der Predigt. Diese geistliche Müllabfuhr, die uns hilft, frei zu sein, durchzustarten, mit Gott in Verbindung zu bleiben und immer wieder neu in Verbindung zu kommen. Und Jesus, danke dafür, dass du hier in diesem Gottesdienst wirken möchtest. Du hast versprochen, dass wenn wir in deinem Namen zusammenkommen, dass du mitten dabei bist. Und ich lade dich ganz herzlich ein, Heiliger Geist, dass du Raum nimmst. Danke, dass du uns führst in diese Gegenwart von Gott. Danke, dass du uns zeigst und zeigen kannst immer wieder, wo wir Dinge angesammelt haben, die uns nicht gut tun. Schenk uns einen Blick dafür heute und den Mut, unsere Mülltonnen zu packen und von dir abholen zu lassen. Segne diesen Gottesdienst in deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn ihr das Empfinden habt, dass Gott euch was sagt, was nicht nur für euch ist, kommt gerne im Laufe des Gottesdienstes auf mich zu. Wir schauen dann, wie wir es einbauen können. Für diejenigen, die das noch nicht so kennen, wir glauben, dass Gott auch ja so zu uns spricht, und wollen ihm einfach immer wieder auch Raum geben, dass dieses Reden von Gott da sein kann. Jetzt freue ich mich auf das Lied mit euch, was wir mit euch Kindern gemeinsam singen. Und danach geht ihr in den Kindergottesdienst. Guten Morgen. Oh, ihr seid da. Sehr gut. Ja, wir freuen uns, euch zu sehen nochmal. Und ich sehe auch ein paar, die vielleicht in Urlaub waren. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ich hoffe, dass es kein Corona war. Diejenigen, die hier
für ein paar Wochen nicht waren, aber schön, euch zu sehen. Wir freuen uns alle zusammen, Gott anzubeten. Und ja, bitte stell mal auf. Wir preisen unseren Gott. Ja, euch Kindern eine gute Zeit im Kindergottesdienst. Viel Spaß. Während ihr nach hinten geht, lese ich noch kurz die Geburtstage vor. In der letzten Woche hatten Geburtstag die Conny, die Lynn, die Deborah und der Ruben. Ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Wie erleben wir mehr von Gottes Gegenwart und von seiner Herrlichkeit in unseren Gottesdiensten? Wir haben so eine Sehnsucht danach, wirklich eine Sehnsucht danach, dass Gottes Gegenwart zunimmt. Hey, wir wollen das erleben, wie das ist, wenn die Luft brennt, wenn man das Gefühl hat, die Atmosphäre ist aufgeladen von Gottes Gegenwart, von seiner Herrlichkeit, von seiner Präsenz. Und wir beten darum, wir beten auch im Leitungsteam darum, dass Gott uns zeigt, Herr, wo sind Blockaden? Wo gibt es Blockaden, die uns daran hindern, in Gottes Gegenwart zu kommen? Was macht es? Woran liegt es,
dass wir manchmal wie abgeschnitten sind. Woran liegt es, dass manchmal wie so eine Wand da ist oder wie so eine Wolke oben drüber ist? Hey, wir wollen doch durchbrechen. Wir wollen es erleben, wie Gott wirkt und wie wir das spüren. Wie wir das wirklich auch spüren, dass es in unseren Alltag hineinreicht, dass es nachhaltig ist. Ja, und wir beten seit einiger Zeit darum, nicht nur im Leitungsteam, sondern auch in anderen Zusammenhängen, dass wir diesen Durchbruch erleben. Und ich habe in der Bibel nachgeschaut, ich habe mich damit beschäftigt, wie war das eigentlich, als der erste Tempel eingeweiht worden ist? Wie kam Gottes Herrlichkeit in diesen Tempel hinein? Wir können das in 2. Chronik ab Kapitel 5 nachlesen und ich lese ab Vers 11. Die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte, und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Zunächst einmal haben sie sich geheiligt, die Priester. Das steht da. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht ist der eine Priester zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, du, tut mir leid, wie ich mit dir gestern umgegangen bin. Ich möchte das bereinigen, ehe wir den Tempel einweihen. Oder einer von den Leviten, vielleicht einer, der irgendwie am Tempel mitgebaut hat, hat dem ist eingefallen, dass er sein Werkzeug, was er sich da ausgeliehen hatte, noch zurückbringen muss. Hat er bereinigt, weil er wollte für die Einweihung des Tempels geheiligt sein. Oder vielleicht haben sich auch zwei gestritten und haben sich dann ausgesprochen und haben das miteinander geklärt. Wie auch immer so eine Heiligung ausgesehen haben mag, auf jeden Fall ist es am Ende so, dass da eine große Menge im Tempel zusammengekommen ist und die machen gemeinsam Lobpreis. Die beten Gott gemeinsam an und in der Bibel steht, dass es sich wie eine Stimme anhört. Ich lese das ab Vers 13 weiter. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele sich erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht mehr zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Kennt ihr das, wenn so ein großer Chor so harmonisch singt, dass sich das wie ein einziger Ton anhört? Das ist himmlisch. Das ist himmlische Musik. Und wenn man sich das vorstellt, es waren 120 Trompeten, wie ein Ton und die Sänger, da war keiner mehr drüber, drunter, keiner mehr schief, wie eine Harmonie des Himmels. Das ist dieser eine Ton und die Herrlichkeit Gottes kommt. Es ist eine Wolke, die sich lagert. Und die kannten ja die Schriften und die wussten, damals bei Mose war die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke mit ihnen. Und sie wussten, ja, er ist hier, unser Gott ist jetzt hier in diesem Tempel. Und dieses Lied, was sie singen, drückt eigentlich alles aus. Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. So ist es, wenn die Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllt.
Du spürst auf einmal die Güte Gottes und du spürst, dass seine Barmherzigkeit da ist. Und in der Bibel steht, dass die Priester gar nicht mehr ihren Dienst machen konnten. So stark war die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Was passiert in der Gegenwart Gottes? Menschen werden von ihrer Schuld befreit. Und sie erleben, dass Gott gut ist. Sie erleben, dass ihnen vergeben wird. Und das ist der Grund, warum die Menschen früher in den Tempel gekommen sind. Und das ist auch der Grund, warum Menschen heute eingeladen sind, zu den Gottesdiensten zu kommen. Hier ist ein Ort der Gnade, ein Ort, wo du mit Schuld hinkommst und da ist Jesus, der dir vergibt und du gehst befreit wieder heraus. Der Tempel war ein Ort, wo die Anklage geendet hat und wo die Schuld bereinigt wurde. Der Tempel war ein Ort, an dem Menschen einem barmherzigen Gott begegnet sind, einem Gott, der gut ist, einem Gott voller Güte. Die Menschen haben damals ihre Opfer gebracht, die wussten ja, was sie so alles getan hatten im Laufe der Zeit. Sie gingen dort rein, haben geopfert und kamen frei und unbelastet wieder raus. Und darauf nimmt Jesus ein paar Jahrhunderte später Bezug, indem er in Matthäus 5 zu seinen Jüngern sagt, Vers 23, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort daran erinnert wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zunächst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Wenn wir uns heiligen, indem wir Dinge zwischen uns und anderen in Ordnung bringen, führt uns das in die Gegenwart Gottes. Und dort erleben wir seine Güte und wir erleben seine Barmherzigkeit. Meine Mutter hat immer gesagt, oder vielleicht hat es auch nur einmal gesagt, aber manches prägt sich ja so ein. Tu es gleich, gern und ganz. Gleich, gern und ganz. Es hat sich mir eingeprägt. Dinge nicht aufschieben. Dinge gerne bereinigen und komplett bereinigen. Das war ein hohes Ziel damals und ist es auch noch heute für mich. Aber da ist was dran. Gleich, gern, ganz. Das ist so ein bisschen wie eine geistliche Müllabfuhr. Weil das zwischen, im zwischenmenschlichen Bereich Müll entsteht, das ist normal. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Schieben wir den Müll beiseite? Kehren wir ihn unter den Teppich? Oder nehmen wir die Müllabfuhr in Anspruch? Und es ist eine gute Angewohnheit, wenn man die Sonne über seinem Zorn nicht untergehen lässt, sondern Dinge bereinigt, bevor man schlafen geht. Es gibt eine Bibelstelle dazu. Paulus schreibt in Epheser 4, ab Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Meine Eltern haben sich mit 15 und 17 kennengelernt, jeweils erster Freund, erste Freundin. Sie sind heute beide über 70. Und meine Eltern haben eine gute Ehe. Haben das als Kinder erlebt. Die hatten eine gute Ehe. Die hatten diesen Grundsatz. Lass die Sonne nicht über dem Zorn untergehen, ehe du verzeihst. Und das haben wir mitbekommen als Kinder. Bevor man schlafen geht,
geht man im Frieden miteinander. Spricht man sich aus. Und das ist eine gute Gewohnheit. Hey, es ist gut, Dinge zu bereinigen. Wirklich bald zu bereinigen, weil wenn es länger dauert, ist es so schwer. Das kann ich nur jedem empfehlen, der verheiratet ist. Keine Ahnung. Also diese Sonne nicht über dem Zorn untergehen zu lassen. Es ist auch wieder ein Anspruch, es müssen beide wollen. Es ist bestimmt nicht einfach, aber ich habe es beobachtet. Die haben das gut hingekriegt miteinander. Dieses Reinigen und Dinge in Ordnung bringen scheint auch etwas zu sein, was Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit anzieht. Wir müssen jetzt heute ja keine Opfer mehr bringen, um von unserer Schuld befreit zu werden, weil Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Problem ist, dazu muss man den Müll erstmal erkennen. Und das war zur Zeit von Jesus das Problem und das ist es oft heute noch. Jesus erzählt in Lukas 18 die Geschichte von einem Zolleinnehmer und von einem Pharisäer, die beide im Tempel beten. Und während der Pharisäer Gott dafür dankt, dass er nicht so ist wie dieser Zöllner und auf seine guten Werke hinweist, sagt der Zöllner nur einen einzigen Satz: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Zolleinnehmer hat Vergebung bekommen, der Pharisäer nicht. Es war ja nichts da zum Vergeben. Und Jesus spricht in der Bibel oft über das Thema Schuld. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Das ist sehr oft in der Bibel der Fall, dass Jesus darüber spricht. Und das hat auch einen Grund, weil der Umgang mit Schuld ist ein ganz zentrales Thema. Und es ist der Grund, warum Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist. Weil jede Schuld trennt uns von Gott und muss bereinigt werden. Und deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Das Erkennen von Schuld ist manchmal eine Frage der Perspektive. Und Jesus sagt einmal zu einem Schriftgelehrten: Du Heuchler, nimm erst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter im Auge des anderen siehst. Ich arbeite mit Menschen mit Sehbehinderungen. Und die Krankheit, einen Balken im Auge zu haben, ist mir noch nicht begegnet. Splitter ja, aber Jesus drückt sich so drastisch aus. Da ist ein Balken, du kannst gar nicht sehen, was bei dem anderen los ist. Bei dir selbst ist so viel los. Oder er sagt an anderer Stelle zu einem Pharisäer: Ihr fischt die Mücken aus der Suppe und verschluckt Kamele. Also so eine Mücke in der Suppe ist ja schon eklig. Aber dann zu sagen, hey, du hast ein ganzes Kamel verschluckt, bei dem anderen siehst du die Mücke in der Suppe. Also zeigt so ein bisschen die Perspektive, zeigt diese Relation. Und es ist ein Problem, das Nichterkennen der eigenen Schuld und die Suche nach der Schuld beim anderen, das ist ein Problem, weil dann bleibt der Müll bestehen und wird nicht von der Müllabfuhr abgeholt. Nur dann, wenn ich den Müll erkenne, kann ich ihn Jesus bringen und er nimmt ihn weg. Es gibt eine junge Frau, die auf YouTube und TikTok Videos macht und damit ziemlich bekannt geworden ist. Sie heißt Auri Katharina, kommt aus Finnland und das, was sie macht, hat mich tief beeindruckt. Die geht in zugemüllte Wohnungen und
putzt dort und räumt dort auf, kostenlos. Die räumt wirklich den säckeweise von Müll raus, die schrubbt die Böden, die macht die Küchen, die geht an die Bäder, Toiletten. Es muss fürchterlich riechen und sie macht das. Sie macht das kostenlos. Und sie bringt dann das wieder zum Glänzen, was unter diesem Müll verborgen war. Es ist jetzt nicht wie diese Fernsehsendungen, wo Menschen vorgeführt werden, sondern die macht das wertschätzend. Die macht das total wertschätzend. Und wie sie über diese Leute spricht, bei denen sie putzt und entrümpelt, das ist voller Respekt. Die geht dorthin, wo Menschen aufgrund von Depressionen ihr Leben nicht mehr geregelt bekommen haben. Und sie geht in diesen Schmutz, sie geht in diesen Gestank, sie geht in das Chaos rein und räumt einfach auf. Und dabei redet sie wirklich liebevoll über die Leute und anonym. Es kriegt keiner mit, wer das ist. Niemand erfährt, wem die Wohnung gehört, aber unter dem Video stehen dann Adressen, wo man sich Hilfe suchen kann, wenn man Depressionen hat, wenn man nicht mehr weiter weiß. Sie macht das einfach. Sie putzt einfach gerne und das ist ihre Motivation. Sie liebt es, Wohnungen sauber zu machen und sie liebt die Menschen, die darin wohnen. Und wenn du diese Videos anschaust, spürst du das. Es hat mich so an das erinnert, was Jesus macht. Jesus liebt es, den Müll in unserer Seele wegzuräumen. Jesus führt uns nicht vor und er beschämt uns nicht, sondern da ist Wertschätzung, da ist Liebe. Jesus möchte an die verhärteten und die verkrusteten Stellen in unserem Leben ran, die wir vielleicht tief im Innern verborgen haben. Dort, wo sich die Schuld und der ganze Müll gestapelt haben, vielleicht hinter einer Tür verschlossen. Dort möchte Jesus hineinkommen und er möchte uns neues Leben in Freiheit und in Reinheit schenken. Wir können ihm auch als Gemeinde unseren Müll bringen, in dem Bewusstsein, dass er den Müll entsorgt. Dass er uns nicht anklagt, dass er uns nicht verurteilt, sondern dass er uns von allem reinigt, was uns beschmutzt hat. Und wenn sein Haus gereinigt ist, zieht Gottes Herrlichkeit ein. Und das ist es, was wir uns wünschen. Braucht immer wieder diese geistliche Müllabfuhr. Und es ist etwas, was uns zur Gewohnheit werden sollte, Dinge gleich zu bereinigen, den Müll direkt wegzuräumen, bevor es sich unter uns ansammelt und zu einem Berg wird, bevor der Dreck verkrustet und hart wird und uns daran hindert, in Gottes Nähe zu leben. Aber wir dürfen Jesus auch dort einladen, in das hineinzukommen, was seit Jahren an Müll in unseren Beziehungen und in unserem Leben rumliegt. An das, was wir vielleicht aus eigener Kraft nicht mehr weggeschrubbt bekommen. Wo vielleicht der ein oder andere schon resigniert hat und gedacht hat, das lässt sich sowieso nicht mehr lösen. Das wird sowieso nie mehr gut und auch sowieso nie mehr rein. Da möchte Jesus hineinkommen und Hausputz machen. Es gibt einen Thron der Gnade. Und zu diesem Thron der Gnade dürfen wir kommen, denn Jesus hat den Weg frei gemacht. Jesus versteht uns durch und durch. Und er hat auch Mitleid mit unseren Schwächen. In Hebräer 4, Vers 14 bis 16 steht: Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen hohen Priester,
der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst zu dem Thron der Gnade kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Das ist so aufbauend und das ist so befreiend. Jesus versteht uns und er tritt für uns ein. Er steht für uns ein und wir dürfen voller Zuversicht zu diesem Thron der Gnade kommen. Der Hohepriester hatte im Alten Testament die Aufgabe, die Schuld des Volkes vor Gott zu bringen und es davon zu befreien. Und das ist ja genau das, was Jesus für uns getan hat. Warum ist die Sache mit dem Gnadenthron so wichtig? Weil es gibt einen Ankläger und dieser Ankläger versucht Tag und Nacht uns zu verklagen. Das können wir in Offenbarung 12, Vers 10 nachlesen. Der Ankläger versucht, unsere Gottesdienste zu stören. Der Ankläger versucht, uns in unserem geistlichen Leben zu hindern. Er versucht uns zu sagen, du bist nicht gut genug, ihr kriegt das nicht hin. Er versucht uns fertig zu machen. Das ist der Ankläger. Und manche Blockade, die uns am Erleben von Gottes Gegenwart hindert, hat etwas damit zu tun, dass unvergebene Schuld im Raum steht und dass der Feind anklagt. Der Feind will mit allen Mitteln verhindern, dass wir zu diesem Thron der Gnade gehen und dass wir die Vergebung in Anspruch nehmen, die Jesus uns anbietet. Es gibt jemanden, der hat ein Interesse daran, dass wir das nicht erleben, dass wir nicht erleben, was Freiheit ist, dass wir nicht erleben, was Vergebung ist. Und da kann ich nur sagen, der Thron der Gnade ist da. Und so wie der Tempel im Alten Testament die Güte und Barmherzigkeit Gottes widergespiegelt hat und ein Ort war, an dem Menschen die Schuld losgeworden sind, so sollen unsere Gemeinden Orte der Vergebung sein, wo Menschen ihre Schuld loswerden. Wo sie erleben, dass Jesus uns vergibt und wir einander vergeben. Und wir werden es erleben, wie Gottes Herrlichkeit einzieht und wir werden seine Güte und seine Barmherzigkeit erleben. Es gibt heute Morgen die Gelegenheit, diese geistliche Müllabfuhr in Anspruch zu nehmen. Wir können uns heiligen und wir können uns reinigen und Jesus bitten, dass er uns zeigt, wo sich in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinde Müll angesammelt hat. Und ich möchte für uns als Gemeinde beten. Wenn du dich damit eins machen möchtest, kannst du gerne aufstehen. Jesus, wir stehen hier vor dir als Gemeinde. Du siehst unseren Müll, du siehst unser Unvermögen, du siehst auch unser Versagen. Du siehst, worunter wir leiden. Herr, wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Komm und reinige uns. Zeig uns, wo vielleicht hartnäckiger und verkrusteter Müll ist, der uns schon so lange belastet.
wo wir vielleicht durch Schuld verletzt worden sind oder andere verletzt haben. Wir bringen dir diesen Müll und wir bitten dich, dass du uns reinigst. Komm hinein in unsere Beziehung. Gib uns die Kraft, gib uns den Mut, Dinge zu bereinigen. Gib uns die Freiheit, einander mit neuer Wertschätzung zu begegnen. Danke, dass du gute Gedanken über uns hast. Danke, dass du uns gerne vergibst. Danke für deine Barmherzigkeit, die wir jetzt als Einzelne, aber auch als Gemeinde in Anspruch nehmen, Jesus. Danke. Danke, dass du uns vergeben hast. Amen. Diese Vergebung gilt. Wir brauchen das nicht mehr mitzunehmen. Wir dürfen befreit hier rausgehen. Und lasst uns jetzt in dieser Freiheit unseren Gott anbeten, in dem Bewusstsein, dass er ein guter und barmherziger Gott ist, der uns gereinigt hat und der uns mit Liebe begegnet. Ich bitte jetzt die Band, dürft nach vorne kommen und wir beten jetzt gemeinsam an.
Sing a little louder.
Herr, du bist groß, du bist mächtig, du bist unser Gott und Vater. Wir wollen dich loben und preisen. Du hast es verdient. Du bist so, so gut. Wir danken dir, Herr, dass du bist immer hier für uns. Wir danken dir, Herr, dass wir hier stehen können heute und dich loben und preisen. How great is our
Vater, es ist wunderbar, vor dir zu sein. Dich vor deinem Thron. Dich anzubeten, dich loben zu dürfen. How great is our God? How great. Einfach dich zu sehen in deiner Majestät, in deiner Pracht. Komplett in Licht, komplett und deine Augen strahlen wie Feuer. Und deine Majestät. Und alle, die bei dir sind, die singen Halleluja. Holy, holy, holy. Ist der Gott Almighty. Und die vier leben Wesen da vor dir, in deiner Majestät. Vater, wir kommen zu dir. Wir wollen dich sehen. Wir dürfen einfach da sein. Das ist so wunderbar. Say
Danke, Jesus, dass du groß bist. Wir wollen uns das immer wieder vor Augen führen und darauf antworten und dir das zusingen. Jesus, du bist auch groß über unseren Finanzen, persönlich wie auch in der Gemeinde. Segne du jetzt die Kollekte, segne du aber auch jeden Einzelnen hier in der Gemeinde finanziell. Jesus, dass auch da deine Größe sichtbar wird. Und da, wo vielleicht der ein oder andere in finanziellen Nöten ist, bitte ich dich, Gott, um extra Segen. Komm du hinein, durchbrich du den Mangel und nimm du zu mit dieser Präsenz von dir, mit deiner Großzügigkeit. Wir wollen auch darin dich erleben und deine Gegenwart. Amen. 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 Herzliche Grüße. Ich merke, dass ich gerade noch viel länger hätte irgendwie Lobpreis haben können. Ein Teil, wie wir Gott anbeten, ist auch das, dass wir erzählen von dem, was wir erlebt haben mit Gott. Und da möchte ich Raum für geben. Wenn du was erlebt hast die Woche mit Gott, teile das doch mit uns, dass wir uns mit dir freuen können, das feiern können.
und Gott dafür Danke sagen können. Am Freitag waren wir auf der Beisetzung von meinem Onkel und der hat eine große Familie, war fast 90 Jahre alt, erfülltes Leben gehabt, ein toller Handwerker und genau, es waren ganz viele da von seiner Familie und es hieß dann, der eine Enkel singt noch ein Lied und dann singt er ein Brian Dirksen Lied. Und ich dachte, Halleluja. Und ich wusste nicht, dass der gläubig ist und habe ihn dann angesprochen. Und dann war es mir so, als würde ich ganz neuen Bruder finden. Wir haben nicht viel Kontakt, aber ich fand das wunderbar, einfach einen Bruder zu finden innerhalb der eigenen Familie. Da knüpfe ich direkt an. Ich habe eine Schwester gefunden, woanders, wo ich sie nicht vermutet habe. Ich bin ja gerade dabei, so Sachen zu verschenken und zu verkaufen vor meinen Eltern. Und da war ich mit einer Frau im Gespräch, die Pelze kauft. Und dann haben wir telefoniert. Die wohnt nicht in Aachen, sondern woanders. Und haben wir so ein bisschen geredet. Und irgendwann fragte sie nach meinem Beruf. Und dann meinte sie, oh, dann sind wir vielleicht Schwestern. Mein Mann ist Prediger. Und dann habe ich gefragt, in welcher Gemeinde. Und sie sind Sintis. Das sind Roma, die in Deutschland geboren sind. Das wusste ich vorher nicht, wusste den Unterschied nicht. Aber sie sagt, das sei ein Unterschied. Und die leiten eine Gemeinde, eine Sinti-Gemeinde in Köln. Und das ist auch eine Schwester. Fand ich jetzt ganz schön. Hat mich riesig gefreut. Sie wird irgendwann mich besuchen und dann werden wir sicher nicht nur über Pelze reden, sondern auch über Jesus. Ein paar haben ja vielleicht mitbekommen, dass unser Urlaub etwas turbulent war. Wir sind zuerst mit dem Auto in Tours gestrandet. Das ist dort nicht mehr angesprungen und wurde abgeschleppt. Und wir sind dann mit den Kindern und einem Rucksack durch Tours getingelt. Und diese Reparatur hat sich hingezogen. Wir wurden immer so vertröstet auf den nächsten Tag, auf den nächsten Morgen, auf den nächsten Abend. Und das war sehr nervenaufreibend. Und an dem Dienstag haben wir mittags im Schatten einer Kirche Pause gemacht. Es war auch sehr warm. Und als wir da so saßen und aßen, stellten wir fest, dass durch den Hintereingang immer ganz viele junge Leute Instrumente reinschleppten. Es war eine niederländische Truppe, das haben wir dann schon rausbekommen. Und es schien ein riesiges Orchester und ein riesiger Chor zu sein. Und die erzählten uns dann, dass sie abends in dieser Kirche ein Konzert geben würden. Es wäre kostenlos und war ein Studienchor aus Delft. Und wir haben gesagt, ja, dann gucken wir da abends mal rein. Die Kinder waren ganz begeistert, die wollten unbedingt. Und ja, es gab noch ein paar Komplikationen mit unserer Übernachtungsstelle und Essen und so überhaupt. Also wir kamen später zu diesem Konzert als eigentlich gedacht. Und dann kamen wir da rein und in diesem Moment sang der Chor ein Lied von Buxtehude. Und zwar mit Buxtehude mit deutschem Text. Und zwar sangen sie, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht, der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und das hat mich so berührt, weil ich gedacht habe, ist das nicht komisch, da ist ein niederländischer Chor in irgendeiner französischen Stadt. Und vielleicht sind wir bald die Einzigen, die überhaupt in dieser Kirche sitzen und verstehen, was die da gerade singen. Und mich hat es so berührt und ich fand es so kreativ von Gott, so einfühlsam,
dass wir gerade da rein stolpern, als dieser 100-köpfige Chor dieses Lied singt. Und es hat mir so viel Mut gemacht, zu wissen, in diesem ganzen Autochaos und in der Unwissenheit, ob das Ding repariert wird, ob wir überhaupt vom Fleck kommen, dieser Zuspruch, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht, der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und am nächsten Vormittag, unerwarteterweise, rief die Werkstatt an und sagte, Auto ist fertig. Ja. Und dann sind wir weitergefahren zum dahin, wo wir eigentlich hin wollten, hatten dann nochmal einen Ortswechsel und sind dann 10 Tage später wieder gestrandet, als wir zu unserer dritten Ferienwohnung wollten. Und diesmal auf einer Autobahn. Und genau, dann haben wir ganz kurzfristig es noch geschafft, einen Mietwagen zu bekommen, um dann zu unserem eigentlichen Ort zu kommen. Und der Gedanke war, wir sind eine Woche dann dort und da hat die Werkstatt eine Woche Zeit, das Ding zu reparieren. Das Ganze hat nicht geklappt. Also unser Auto steht noch irgendwo in Frankreich. Aber was ich euch sagen möchte, ist, in unserer zweiten Woche, da waren wir in so einer kleinen Ferienanlage, es waren 5 Ferienwohnungen und da war ein älteres Ehepaar, die mit ihren Enkelkindern dort waren, aus Brüssel. Die haben aber mehrere Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet, von daher sprachen sie sehr gut Deutsch. So, die Kinder haben miteinander gespielt, wir hatten Kontakt ausgetauscht und unser Auto ist gar nicht weit weg von dort schon kaputt gegangen. Also wir sind nicht weit gekommen. Und dann fiel mir dann irgendwann ein, als wir überlegten, wie wir denn zurückkommen, wie wir unser Gepäck zurückbekommen und so weiter, war alles sehr kompliziert, fiel mir ein, ich rufe die doch mal an und frage mal, ob die vielleicht für uns Gepäck mitnehmen können. Und die hatten tatsächlich, wusste ich gar nicht, die hatten einen Multivan, also wirklich so ein richtig langes Teil. Und wir hatten einen Dachkoffer eigentlich oben drauf und ich fragte sie, vielleicht was machen können und sie sagten, 2,15 Meter kriegen wir einfach in den Kofferraum reingeschoben. Das heißt, wir haben uns dann da irgendwie in der Nacht in der Nebelaktion getroffen vor der Werkstatt und die haben wirklich ihren Multivan, sag mal so die Hälfte ungefähr vollgeladen, da war dann kompletter Dachkoffer, kompletter Kofferraum, alles was wir hatten war da drin. Wir konnten mit leichtem Gepäck mit dem Zug zurückreisen und ich konnte dann 2 Tage später die Sachen in Brüssel mit dem hier relativ entspannt mit dem Transporter abholen. Und das Auto ist leer, steht zwar in Frankreich, aber es ist leer, wir haben alle unsere Sachen. Und das war wie so ein Geschenk irgendwie, dass dieses Ehepaar da war, dass sie so bereit waren. Die waren einfach ein Segen für uns in diesem turbulenten Zeit und dieser turbulenten Reise. Und Gott wird sich um den Rest auch noch kümmern, irgendwie. Ja, danke schön. Doppelpunkt. Gott möchte mit uns allen diese Woche was bewegen, uns begegnen in unserem täglichen Leben. Lass uns aufstehen und gemeinsam noch das Vaterunser beten. Auch in diesem Bewusstsein, dass Gott zu uns redet die Woche und mit uns Geschichte schreiben möchte in unserem Umfeld, in unserem Leben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne du uns bitte, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, für die kommende Woche. Schenk uns Mut, hinzuhören, was du sagen möchtest zu uns. Schenk uns Mut, Dinge zu bereinigen. Ich freue mich schon auf die Müllabfuhr morgen. Lass uns diesen Gedanken mitnehmen diese Woche, Jesus. Begegne du uns da immer wieder drin. Und ich bete auch besonders, dass du bei allen Menschen rund um den Krieg in der Ukraine bist, dass du dich erbarmst über diese Situation, dass du Frieden schenkst,
und dass du mit deiner Gegenwart dich ausbreitest. Amen. Setzt euch bitte noch mal ganz kurz hin. Auch ihr zu Hause bleibt noch mal ganz kurz dabei. Ich möchte noch auf ein paar Sachen hinweisen. Zunächst mal, wenn ihr gerne persönliches Gebet bekommen möchtet, kommt nach dem Gottesdienst gerne noch nach hier vorne. Für euch zu Hause schreibt uns gerne eine E-Mail, gebet@vineyard-aachen.de. Wir beten gern für dich. Wenn du möchtest, melden wir uns auch. Schreib uns das einfach dazu. Dann werden wir im Sommer eine Taufe haben. Da freue ich mich schon drauf. Ich möchte es einfach an der Stelle nochmal ansprechen. Wenn ihr gerne auch noch getauft werden möchtet, kommt bitte gerne auf mich zu, dass wir darüber sprechen können, das planen und organisieren können. Dann, Birgit, du hattest das letzte Woche schon angekündigt, gibt es noch einzelne Plätze bei deinen Exerzitien? Da wird die Folie jetzt auch gleich kommen. Nur bei denen im September in Regensburg, 16. bis 25.09. Da nochmal ganz herzliche Einladung. Das ist eine super intensive Zeit, wo du mit Gott in die Stille gehen kannst und ihm da ganz tief begegnen kannst. Da möchte ich noch darauf hinweisen, wir starten im Oktober eine Schulungsreihe für Kinder- und Jugendseelsorge. Angesprochen fühlen dürfen sich alle Eltern, Kindermitarbeiter, Interessierte. Es geht darum, wie wir mit Kindern seelsorgerlich umgehen können. Das findet an 8 Wochenenden statt. Am 11.09. kommen die Veranstalter zu uns in den Gottesdienst, werden hier predigen und nachher eine Infoveranstaltung haben, sodass du auch gerne noch informiert werden kannst. Das nur schon mal vorab als Information, dass du Bescheid weißt. Dann noch die Blumenwiese. Alle Frauen sind ganz herzlich eingeladen zu der Vineyard Frauenkonferenz sozusagen. Das nennen wir Blumenwiese. Die findet auch im September statt. Meldet euch an, ist eine super Zeit von dem, was ich gehört habe. Teilnehmen darf ich ja leider nicht, aber das wird eine klasse Sache. Und die Vineyard Würzburg ist auch eine fantastische Gemeinde. Dann ganz kurz noch die Information. Andrea, du bist da. Magst du kurz 2 Worte sagen? Oder ihr habt am Samstag einen Lobpreisabend vom Gebetshaus in Aachen, was ihr dabei seid aufzubauen. Dann haben wir einfach mal ganz kurz ein Gesicht, wer dazugehört. Ja, herzliche Einladung Samstagabend um 19.30 Uhr in die Herz-Jesu-Kirche. Das ist im Frankenberger Viertel, die große Kirche. Wir machen einen Lobpreisabend, circa 1,5 Stunden. Wir freuen uns über alle, die dabei sind und kräftig mitsingen. Und wir freuen uns auch über Gebet, dass wir alle, vor allen Dingen die Musiker, alle negativ bleiben. Sonst wird es nämlich echt kritisch. Also herzliche Einladung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und eine reich gesegnete Woche. Und auch euch zu Hause, schön, dass ihr dabei wart, eine starke Woche auch euch zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.